36 Grad. Herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Wir sind in irgendeiner Höhle gelandet. Kann ich da mit den Eisenstiefeln einfach runter? Geht das? Komm, probier's. Nein, da verbrennen wir jämmerlich. Okay. Ja, 36 Grad. Einmal wegen der Höhle. Und ja, ich nehme das jetzt im Juni 2016 Grad auf. Und es ist einfach abnormal warm in Deutschland geworden. Das bald nicht. Link! Ja. Wie muss ich denn da runter? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Irgendwie müssen wir da ja ankommen. So. Falls man im Hintergrund irgendwann mal eine Katze hören sollte, nicht wundern, die ist einfach nur... Yes! Die ist einfach rollig momentan. Das ist alles. So, jetzt hat es auch geklappt. Jetzt, ja. Easy, ne? Easy. Oh, guck mal, was wir hier haben. Das Master-Schwert regelt auf jeden Fall. Und da gibt es 20 Rubine. Yay! Fortschritt. So, was jetzt? Ah, da geht's noch weiter. So, aber da funktioniert das jetzt, oder? Weil wenn nicht, bin ich am Arsch. Muss jetzt funktionieren. Yay, und es funktioniert sogar. Aber warum hat das von oben nicht geklappt? Ist doch genau das gleiche Prinzip. Seltsam, seltsam, irgendwie. Gut. Was gibt's denn hier Feines? Da ist der Ausgang. Wir wollen aber... Ah. Wir wollen aber noch nicht raus. Du hast dein Herzteil. Noch zwei. Ja. Also wir finden ja auf jeden Fall im vierten Tempel wieder zwei. Und einen Herzcontainer. Das heißt, nach dem vierten Tempel haben wir auf jeden Fall zwei weitere Herzen, Leute. Vielleicht kriegt man auch vorher schon ein Herzteil noch. Ich weiß es nicht. Erstmal hier das Fackelrätsel lösen. Und da gibt es auch noch was. Du erhältst den Stempel Herzteil. Ja, nice. Cool. Sehr schön. Dann sind wir hier wohl auch schon wieder fertig. Ein Herzteil und ein Stempel. Ja, warum nicht? War ja nur ein kurzer Zwischenstopp. Denn, wie ihr wisst, sind wir eigentlich auf Wüstenmission. Wir wollen den Schattenspiegel finden, um ins Schattenreich zu gelangen und um dann endgültig Santu zu vernichten. Deswegen würde ich sagen, Midna, kannst du uns warpen? Wir möchten bitte in die Wüste zurück. So, die war doch irgendwo... Keine Ahnung. Und da unten wahrscheinlich. Das oben ist was anderes. Hä? Ja, doch, Gerudo-Wüste, genau. Oh, ich bin auch so müde, ey. Das hört man vielleicht. Es liegt wieder an diesem Wetter. Es ist so warm und da schläft man einfach nicht länger als 4 Stunden, weil, keine Ahnung, es ist halt unerträglich, ey. Und dann ist man halt total fertig am Ende immer. Oh, was ist das? Da war ja die Brücke drauf, ne? Da ist jetzt ein Weg. Wer seine Kräfte erproben möchte, stelle sie hier auf den Prüfstand. Ach, ich weiß, was das ist. Das ist die Trillhöhle. Die kommt in mehreren Zelda-Teilen vor. Die machen wir erst zum Ende des Let's Plays.
Das bedeutet, es gibt immer wieder neue Räume mit Gegnern und das ist immer ganz schön viele. Und viel geheilt wird da auch nicht. Und das macht man deshalb am Ende, weil man dann halt alle Herzen hat. Da wird es einfacher, wisst ihr. Deswegen werden wir das jetzt noch nicht machen, sondern später. Gut. Dann wollen wir uns die Wüste angucken. Alles klar. Ja, wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Gute Frage. Hier gibt es sicherlich sehr viel. Ich weiß aber nicht, wo wir anfangen. Wir laufen einfach mal los. Da ist wieder so ein Flugding. Was trinkt der mir? Wo bringt der mich hin? Ich glaube, das haben wir schon benutzt, um da hochzukommen. Das war da hoch, ne? Das bringt uns also jetzt gar nichts mehr, alles klar. Denke ich mal, ich weiß es nicht. Ja, einfach probieren. Probieren geht über Studieren. Das wird dunkel, das ist gut. Wegen den Geisterseelen. Hier gibt es ja auch 11 Geisterseelen, glaube. Eine haben wir schon. 10 Stück brauchen wir noch. Ich denke mal, in der Drillhöhle gibt es auch welche, aber die können wir noch nicht holen. Wie gesagt, das machen wir später. Ah, da ist ja eine Geisterseele. Ich sehe eine. Entschuldigung. Man möge es mir verzeihen. Ich muss husten. Ja, wo ist denn das Vieh jetzt? Ich muss da hoch. Ah, da. So, und zum Wolf werfen. Hier noch irgendwas? Gerade nicht, okay. Sagst du das, Wolfling? Ja, sehr schön. Komm, könnte schwer werden, aber er schafft es. Okay, super. Ich stelle mich immer ein gegen die Viecher, ne? Das ist unglaublich. Und da hätten wir wieder eine Geisterseele. Yay! So, ist das jetzt wieder die Drillhöhle? Ja, ne? Genau. Da ist genau... Das Problem war halt vorhin, es war nicht Nacht. Und dadurch habe ich das Ding nicht gesehen. Alles klar. Gut, jetzt haben wir sie. Da ist es ja ganz gut, dass ich noch ein bisschen umgeguckt habe, bis es dunkel war und das dann mitbekommen habe. Da oben ist auch ein Palast. Ich glaube, das ist der nächste Tempel. Da gehen wir aber noch nicht hin. Wir wollen die Wüste schon erkunden. Hier gibt es auch irgendwo noch ein... Bestimmt noch ein Herzteil, glaube. Und irgendwo gibt es sicherlich auch noch den zweiten Käfer. Den hätte ich auch noch ganz gerne. Den muss es hier geben. Wir gehen erstmal unten rum, dann Mitte und dann oben, würde ich sagen. Das ist so der Plan. Da ist der Käfer sogar, ich sehe ihn. Pisst euch, ey. Fang ihn einfach. Nimm ihn einfach, Link. Los. Jetzt. Yes! Eintagsfliege gefangen! Und damit müssten wir jetzt alle haben, außer die eine einzige, die wir noch nicht bekommen können. Genau, die Schnecke. Yes, wir sind fertig. Wir haben die erste Questreihe, die Insektenreihe, so gut wie abgeschlossen. Eins noch. Das kriegen wir auch noch hin, Leute. Diese Viecher stressen halt so hart, ne? Gut, wir machen weiter. Einfach nicht beachten. Einfach nicht weiter beachten.
Okay, da kann man auch. Was bringt uns das? Testen wir es aus. Kann auch sein, dass wir ein paar davor schon mal irgendwo waren. Ich hatte jetzt eine Aufnahmepause. Ja, hier waren wir schon, alles klar. Hat nämlich jetzt auch was im Kopf, dass wir da vielleicht schon gewesen sind. Macht aber nichts. Weiter, weiter. Ich nehme halt immer so, keine Ahnung, 5 Parts am Stück auf. Mönchstempel ist ein ganzer Tempel und ansonsten halt so ein Kleinkram, Gebietserkunden und so. Und dann habe ich halt vorproduziert und dann ist halt wieder 3-4 Tage Pause und dann kann das schon mal sein, dass ich mir nicht mehr ganz sicher bin, ob ich jetzt an dieser einen Stelle schon baue oder nicht. Vor allem, weil ich es ja auch parallel noch auf Twitch mache, das heißt, ich habe noch einen doppelten Speicher vor mir. Das macht es jetzt nicht gerade einfacher. Aber ich mache mir die Mühe für euch. Ihr seid's wert. Solange ihr immer brav... da ist eine Truhe. Solange ihr immer brav zuschaut und so, ist alles cool. Ich möchte meiner Community ja auch was bieten, ne? Und Zelda ist schon was. Das kann man für die Ewigkeit noch machen. Das passt. Alter, was ein Weg. So eine kleine Truhe, ey. Boah, nicht runterfallen. Was zur Hölle, ey. Yay, 20 Rubine waren das. Gut. Gibt's denn nicht noch irgendwo eine Geisterseele, wenn es gerade schon mal Nacht ist? Ja, schon irgendwie cool. Gibt's bestimmt, ich bin nur zu blöd, sie zu finden. Lauf, Wolf, Link, lauf! Da hinten! Hab ich dich gefunden? Müssen wir uns beeilen, ich glaube es wird langsam hell. Echt jetzt? Warum? Auf der Seite geht's, was soll's. So, wo waren die jetzt da? Da ist auch noch ein Kreis, das heißt, da geht es bestimmt auch noch rein. Hol sie dir, Link! Guter Junge! Du braver Hund, Junge! Yay, wieder eine Geisterseele. Ach ja! Was ich euch noch zeigen wollte, ist ja die neue, das neue Item, genau. Hier. Das ist das, die Geisterlampe. Wenn die leuchtet, heißt das hier an diesem... Ist die Geisterlampe, ich habe sie jetzt einfach so genannt. Solange die leuchtet, heißt das hier in der Wüste gibt es noch Geisterseelen. Okay. Und dieses Item gab es nicht in dem Original. Gibt es nur in der HD-Version. Ob das jetzt wirklich notwendig ist, weiß ich nicht, weil auf der Karte steht, wie viele Geisterseelen es... in diesem Gebiet noch gibt. Also ist es... Wow, hier sind ja auch welche! Wie cool! Da gibt es hier 3! In der Höhle sind 2 Stück! Ich suche ja auch auf der Hyrule-Ebene die ganze Zeit eine, wo es auch 2 Stück gibt, aber das ist nicht die, das ist ja die Wüste. Cool! Das heißt schon der 4. Geisterseele für diesen Part. Nice, Alter! Wir haben insgesamt 26, in der Wüste 5 von 11. Ja, gehen wir mal davon aus, 5. Gehen wir mal davon aus, in der Dingshöhle sind noch 3, wären wir bei 8. Dann fehlen noch 3. Okay, ist doch gar nicht mehr so viel. Okay, Link einmal bitte zurückverwandeln. Dankeschön. Wir brauchen Bomben. Vielleicht gibt es hier noch was, ich weiß es nicht. Einfach mal gucken. Vielleicht ist das auch
Jetzt Zeitverschwendung, aber. Nicht so schlimm. Ah, nee, hier gibt's eine Fackel. Okay. Das heißt, hier gibt's noch irgendwas. Ich gehe mal davon aus, wenn hier zwei Geisterseelen drin sind. Ist jetzt noch ein Rupi oder so und dann ist Ruhe. Wenn überhaupt. So. So, wo ist denn die dritte Fackel? Ah, da. Ein Stempel wäre natürlich richtig gut, ne? Da würde ich mich sogar freuen. Aber ich freue mich allgemein, dass wir diese Höhle entdeckt haben. Das lag nur an der Geisterseele, weil Nacht war. Am besten Parts immer in der Nacht aufnehmen. Und da ist tatsächlich ein Stempel! Mit nah traurig! Jawohl! Wie cool ist das denn? Freut mich super duper. Gut, weiter geht's, Link. Ah, das ist echt cool. Das ist richtig cool. So, dann schauen wir uns weiter um. Was ist das eigentlich? Oh, da ist ein Aussichtspunkt. Bam, down! Ich liebe das, wenn die sterben. So, hier könnte man jetzt auch das Falkenauge benutzen, aber das geht auch ohne. Die Dullis können ja nichts. So. Was geht hier eigentlich ab? Oh, hier guckt mal die fetten Schweine. Gebör da, ist wieder da. So, es wird hell. Na gut, dann benutze ich mal so ein Vieh und ramm's hier alles nieder. Kann man mal machen, ne? Der ritt auf dem Schwein. Oh, Alter. Und die Katze mir heute im Hintergrund. Oh, das ist so schwer, Leute. Das ist richtig schwer. Oh, da ist eine Truhe. Halt! Alter! Oh, dein Kopf. Naja, ist ja deine Gehirnzellen. Und 20 Rubine erhalten. Yay! Der König ist doch immer auf so ein Vieh geritten. Und ja, die anderen eigentlich auch, stimmt. Den haben wir ja schon zweimal von der Brücke gewurmst. Das erste Mal hat er überlebt. Ich denke mal, der lebt jetzt auch noch. Wenn er das erste überlebt hat, hat er beide überstanden, gehe ich mal stark von aus. Boah, Alter, die Steuerung ist echt krank. Was zur Hölle, ey. Da ist noch eine Truhe. Mit 20 Rubinen. Sehr schön. Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Oh oh, nein, 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 nein. Autsch. Okay, wir holen uns mal die ganzen kleinen Truhen, die hier rumliegen. Ich sehe spontan drei. Vielleicht sind es auch noch mehr, mal schauen. Komm schon, Link, aufmachen. Irgendwo unten im Süden war auch noch ein Zaun. Also ganz im Süden von der Karte. Da müssen wir mit so einem Schwein wohl auch mal hin. Wird auch nicht viel mehr geben, aber. Einfach der Vollständigkeit halber. Wir wollen ja
Doch geplant war eigentlich keine 100%, aber mittlerweile strebe ich die an. Zumindest was Herzteile, Stempel und so angeht. Wenn jetzt mal irgendwo noch eine Truhe mit 10 Rubinen rumliegt, ist mir das relativ boogie. Das ist das erste Mal, dass ich dieses Spiel spiele. Aber ich hätte gern die Geisterseelen alle, die Herzteile alle und die Stempel alle. Und ja, ich glaube, das könnte man machen, oder? Das ist auch für die Zuschauer schön, dann sehen die das auch, wo das alles ist. Genau, da unten ist nämlich so ein Tower. Aber den meinte ich, glaube ich, gar nicht. Vielleicht der Weg dahin, wer weiß. Ruhig, Börter, ganz ruhig. So, was war denn das jetzt? Guck mal, ja, nicht in den Abgrund. Die Truhe müssen wir uns später noch holen. Das hat bestimmt irgendwas mit dieser komischen Statue da auf sich. Oh, wo war dieser Zaun, den ich mit dem Schwein anreißen wollte? Weiß ich nicht. Vielleicht hier. Ja, das sieht gut aus. Genau hier. Da ist sogar eine fette Truhe. Ah, fuck. Naja, ein 100er kann man mal mitnehmen. Wir brauchen ja für Kakariko ganz viel Geld. Okay, ihr Lieben. Das war's für heute. Im nächsten Part werden wir mit dem Schwein weiter auf Abenteuerreise gehen. Wenn euch der Part mit Bertha gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns bald wieder bei The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Ciao!